Moin Moin Leute, die neue Season steht kurz bevor und es gibt so unfassbar viele neue Informationen, die ich heute gerne mal mit euch teilen und besprechen möchte. Es sind neue Trailer aufgetaucht, werden Map-Änderungen in Verdansk geben, es gibt neue Spielmodi, es gibt neue Waffen-Operator, es gibt ein gemeinsames Event mit Cold War und Warzone und dann gibt es neue Gerüchte zu dem Nuke-Event, beziehungsweise ja zu dem Raketen, also zu der Veränderung, zu der neuen Map generell. Und da wollte ich heute gerne einmal mit euch drüber sprechen. Ihr seht jetzt gerade auch schon den neuen Trailer eingeblendet, der am 18.02., also vor 3 Tagen jetzt veröffentlicht wurde. Es ist so, dass den Trailer viele Informationen eben entnommen werden können. Zum Beispiel, dass es eben verschiedene Raketenschächte auf der Map gibt oder geben wird. Da sind auch schon die neuen Charaktere zu sehen. Maxis zum Beispiel, die sich eben in dem Trailer an einer Seilwinde aus einem dieser Raketenschächte eben hochzieht. Und dazu kommt eben, dass die beiden Statuen, also die eine unter Military Base sozusagen, wenn man auf die Map guckt, und die andere auf der ganz anderen Seite der Map im Süden, die zweite Statue, die unten da, wo sie sozusagen dieses Dorf gebaut wird. Da sollen Raketenschächte entstehen oder kommen, da, wo du wohl auch rein kannst mit Seilwinden und runterspringen kannst und Co., also neue Lootgebiete. Nicht so wie die Bunker beispielsweise, sondern du kommst da wirklich so rein und kannst da looten, ähnlich wie das der Bunker oder das Loch am Airport, an der Landebahn. Das vielleicht auch noch nicht jeder von euch kennt. Und die Denkmale werden eben, wie gesagt, da auseinandergezogen und dann werden da in Raketenschächte entstehen. Was natürlich die Gerüchteküche oder die Gerüchte zu dem Nuke-Event, zu dem Live-Event wieder deutlich ankurbelt. Ganz am Ende des Trailers ist eben ein kleiner Teaser gezeigt, der eben auf Warzone generell abzielt. Und zwar sieht man am Ende nur noch das Boot auf Verdansk zufahren. Und da ist es eben, wenn man Warzone startet und Richtung Süden guckt, das seht ihr auch gerade nochmal. Ich habe ein Plundermatch gestartet und kurz aufgenommen. Man sieht eben ein Boot auf Richtung Prison fahren. In Prison unten gibt es mittlerweile auch einen Pier, der wohl vorher nicht da gewesen sein soll. Ich weiß es jetzt nicht. Und es ist so, dass auch dazu ein Gewitter aufzieht. Das Boot hat wohl mit den Glitches zu tun. Sprich, ich hatte ja schon mal in einem anderen Video, TikTok-Video von mir gesagt oder erzählt, dass eben diese Glitches wieder aufgetaucht sind, dass ihr also diese Störgeräusche habt, dass ihr am Rand so ein Flimmern habt und dann jetzt mittlerweile hört man auch eben jemanden sprechen. Das ist wohl der Captain Rosenthal von dem Schiff, der versucht uns anzufunken wohl. Und da ist eben, dass er, das hat jemand übersetzt gehabt, ihr seht jetzt auch den Twitter-Tweet nochmal. Und es ist so, dass die ja erzählen, dass wohl ein Virus auf dem Boot transportiert wurde. Das ist wohl ausgebrochen und ich denke mal, das ist ebenfalls eine Anmerkung und ein Teaser auf eben den neuen Zombie-Modus, den Warzone und Cold War eben gemeinsam kriegen. Als Live-Event, beziehungsweise als Challenge, wie eben die Halloween-Challenge oder auch das Rebirth Island-Event, was ich ganz cool finde. Also ihr könnt wieder Missionen machen in dem neuen Zombie-Modus und vielleicht auch Cold War gemeinsam, das weiß ich noch nicht genau. Und dann könnt ihr wieder Skins und Co. freischalten, das ist eine ganz geile Sache. Zusätzlich kommen zwei neue Modi in Season 2, Resurrection Extreme und Exfiltration. Resurrection Extreme kommt zum Season-Start, das ist ähnlich wie, oder es ist auf Rebirth Island und das ist wie Wiederbelebung. Nur, dass ihr statt mit 40 mit 90 Leuten auf dieser Insel spielt. Da bin ich echt gespannt. Also das wird wohl ein absolutes Chaos auf der Insel. Aber könnte für die eine oder andere Runde definitiv ganz witzig werden. Und das zweite ist, der zweite Modus, der kommen soll, ist Exfiltration. Bei Exfiltration ist es so, dass es ein ganz normales Battle Royale ist. Und es gibt eben dazu eine Zusatzbedingung. Und zwar kann ein Team einen Radio einnehmen. Und dann ist es ähnlich wie eben Most Wanted, meistgesucht Auftrag, dass die Leute dann für alle anderen auf der Karte markiert werden. Ihr könnt das Spiel zum Beispiel für euch gewinnen, indem ihr mit dem Radio wohl irgendwie entkommt. Aber naja, wie ihr wisst, ihr werdet auf der Map markiert, alle Leute können euch sehen, alle Leute werden euch versuchen zu jagen. Und deswegen, das wird wahrscheinlich auch der Reiz an dem Spielmodus sein. Zusätzlich werden wieder neue Operator kommen, insgesamt 4 Stück. Die heißen Naga, Maxis, Rivas und Wolf. Das sind 2 Damen und 2 Herren. Maxis ist eine taffe Kämpferin aus dem Zombie-Modus. Rivas ist eine Soldatin mit Armbrust, die man auch in dem Trailer sehen kann. Wolf ist ein Kamerad von Butz und der auf seiner Minigun steht. Und zu dem vierten weiß man noch nicht viel. Zusätzlich werden neue Waffen kommen. Insgesamt 2 Schusswaffen und eine Machete zum Start. Die könnt ihr wieder mit Battle Pass Level, jetzt lass mich nicht lügen, 31 und 15 aufdecken. Die AC-10 ist eine SMG, also ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, die an die Scorpion angelehnt ist aus Black Ops. Und die Pharah 83 ist eben ja eine Galil, die ihr dann mit Level 15 freischalten könnt. Dazu gibt es eben noch 3 Sachen, die mit Season oder in der Season freigeschaltet werden können oder kommen. Das ist einmal der R1 Shadowhunter,
Hunter, das ist eben die Armbrust, die eben zu dem Charakter, den ich eben genannt habe, gehört. Dann haben wir eine neue Sniper, die ZRG 20mm, die glaube ich auch nur 4 Schuss oder so im Magazin hat und sehr, sehr, sehr langsam ist, dafür extrem stark. Und als letztes gibt es noch das E-Tool, das ist eine Schaufel als Nahkampfwaffe. Dazu kommen neue Prestige-Level und Symbole. Es kommt ein neuer Battle Pass mit 100 Leveln. Es wird eine neue Multiplayer-Map geben, eine 6 vs. 6 Map, die von Apokalypse, die spielt wohl in Vietnam für Cold War. Zudem gibt es eine neue Multiteam-Map, die Golova heißt, für den neuen Spielmodus eben Feuertrupp. Dann gibt es eine kleinere Map, die heißt Mansion. Das ist eine Feuergefechtkarte. Und dann gibt es noch Miami Strike, das ist einfach nur die Miami-Karte bei Tag. Zusätzlich wird es neue Multiplayer, also es gibt eine neue Core-Streak, die Minigun wird kommen. Dann wird es neue Spielmodi geben im Multiplayer, also einmal Gun Game, was ich sehr, sehr geil finde, weil ich liebe Gun Game. Das macht in jedem Spiel Spaß, Counter-Strike, Modern Warfare, Black Ops. Und dann gibt es noch Stockpile. Also ihr merkt es selbst, es gibt so unfassbar viele Infos und so viele neue Sachen, dass es echt schwierig ist, das Ganze auch zusammenzufassen. Es wird zum Beispiel auch im Multiplayer von Cold War geben, eine neue Feldausrüstung. Firing Shield zum Beispiel, das ist eben wie in Modern Warfare ein Schild zum Aufstellen und Schießen. Und dann gibt es Barbed Wire, das ist eine Barrikade aus Stacheldraht. Dann wird es einen Flammenwerfer als Score Streak geben, der auch schon auf den Pressebildern von Cold War zu sehen war. Zusätzlich gibt es eine K9-Einheit, eine Hundestaffel, die man auch schon aus den alten Black Ops-Teilen kennt. Und Strafe Run, ein Präzisionsluftschlag, also wahrscheinlich das Pendant zu dem Mörserschlag von Cold War. Also ihr merkt schon, in Warzone tut sich auf jeden Fall einiges. Es wird Map-Änderungen geben, es soll am 11. März zum einjährigen Geburtstag ja auch eine ganz neue Map geben. Ich denke mal, das wird mit dem Zombie-Modus zusammenhängen. Sprich also, der Zombie-Modus wird uns wahrscheinlich dazu zwingen, Verdansk zu verlassen und auf die neue Map zu gehen. Das ist jetzt so meine Vermutung, also so weitergesponnen. Es wird ein Live-Event geben, was eben mit den Nukes zu tun hat, mit dem Zombie-Modus, mit den Veränderungen. Was ich auch geil finde, dieses Boot, was man zum Beispiel eben gesehen hat, was ich angeblendet habe oder nochmal einblenden kann, das wurde anfänglich bei Rebirth Island gesehen. Am Anfang der Season und ist jetzt eben in Verdansk angekommen und noch nicht angelegt. Es wird einen neuen Zombie-Modus geben, es werden viele, viele neue Inhalte geben, Battle Pass, neue Waffen, neue Charaktere, was ich wieder richtig feiere, weil da beginnt der Grind. Ja, ich bin gespannt, was es eben diesmal für ein Live-Event gibt. Ich denke mal, oder ich würde mich wirklich freuen, wenn es eben mit diesem Nuke-Event zu tun hat, wenn da mal, also es ist eine kleine Wunschvorstellung von mir, aber wenn das dann wirklich damit zu tun hat und damit zusammenhängt, das wäre natürlich ultra geil und würde das Spiel auch wieder so um einiges aufwerten. Ja, wenn ihr Bock habt, keine Infos mehr für Warzone zu verpassen oder auch Tipps und Tricks und ähnliches von mir, dann abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten schaut gerne mal auf Twitch vorbei, das streamen wir regelmäßig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.